Hallo, herzlich willkommen hier auf der Boot 2023. Fünfter Tag, Halbzeit. Und wir sind hier bei, ich würde sagen, mit dem emotionalsten Produkt, was wir überhaupt im Programm haben, nämlich einem trailerbaren Brabus. Da lege ich ganz klar den Fokus drauf. Der Shadow 300 mit dem 300er Racing Motor, in dem Fall hier in Grau. Und der U-Sitzgruppe hinten als Option. Dann haben wir das Ganze natürlich mit dem Softdecking als Standard. Das sieht super edel aus. Das war jetzt in der finalen Version, in dem Prototyp war das noch nicht in der Art und Weise. Das ist jetzt passend, so ein kleines Detail. Das ist das Deck, was auch auf dem Standard Paddling Board dann wiederum in der Brabus Yobi Version oben drauf ist. Also das ist alles im Detail aufeinander abgestimmt. Dann haben wir hier die typischen Brabus roten Polstern mit dem Stitching in dem Brabus, also diesem Rautenmuster, was es auch nur für die Brabus Modelle gibt. Dann natürlich die Möglichkeit, was es bei den Axopor 25 am Anfang noch nicht gab, aber von der Brabus von Anfang an, das Waschbecken und die Kühlbox hier unter dem Fahrer- und Beifahrersitz. Die Brabus 300 ist das jüngste Mitglied in der Brabus Modellfamilie, wurde im Frühjahr diesen Jahres vorgestellt, basiert eben auf der Axopar 25, gibt es als Crossbow, also offen, und auch als T-Top adäquat zu den vergleichbaren Axopar Modellen. Der Unterschied zwischen der Axopar und der Shadow 300 ist auch nicht ganz so gewaltig, natürlich prozentual schon sehr ähnlich, aber nicht ganz so gewaltig wie bei den anderen Modellen. Es wird es auch, haben wir auch an Lager einige bestellt, auch in Weiß geben, wo sie dann, ich sag mal, alle Brabus-Merkmale hat. Sie heißt dann, es wurde vorgestellt, Super White. Oder, ja, wie gesagt, bei den Namen, bei den Brabus bin ich ja nicht immer ganz so im Detailthema. Ich meine, sie heißt Super White oder White Signature. Wenn wir die U-Sitzgruppe haben, haben wir hier unten einen großen Stauraum drin. In dem Fall hier haben wir den Tischfuß lang und kurz hier fest verstaut. Wir haben die Sonnenliege jetzt hier unten drin liegen und die Batterien sind jetzt einfach nicht über ein Ladegerät angeklemmt, sondern über ein Ladegerät im Stand. Sonst hätten wir den Ladeanschluss vorne am Bug. Deshalb sieht gerade die Batterie offen, sieht da unten etwas offen aus. Die Messe ist gerade zu Ende, deswegen wird er vielleicht ein paar Störungen jetzt haben von der Messeleitung. Hier unten drunter haben wir nochmal einen großen Stauraum. Da haben wir den Ladeanschluss-Eingang, wenn wir das Kabel rausgelegt hätten. Und dann haben wir die beiden Hauptschalter oder Sicherungen und das Rest ist ein großer Stauraum noch. Hier unten können wir gut Wakeboard oder auch Wasserski, das geht so quer rein. Dann haben wir einen großen Stauraum hier unten drunter. Wir haben das GL Audio System hier drin, was dazu geführt hat, dass es jetzt eben auch bei der Stealth Green in Zukunft, oder nicht in Zukunft, es würde gerade getestet, auf der Stealth Green auch mit GL Audio zusammenzuarbeiten, weil die GL Audio, das Setup, was hier auf dem Boot ist, ist absolut bemerkenswert. Mit dem großen Subwoofer hier unten auf der Backbordseite in der Stufe. Aber die Klangqualität, die Jungs von GL Audio waren bei uns in Traben-Trarbach und haben das Ganze aufeinander abgestimmt. Also das, was ich hier an Bord an Musik habe, ist unangefochten. Ich besitze ja, auch manchmal vielleicht schon gesagt, privat ein ähnliches Boot in der Größe, aber von einer anderen Marke, ein Wasserskiboot. Und das hat auch GL Audio, weil ich einfach sehr gern Wakesurfen gehe. Und das geht einfach mit einem Brabus-Boot oder mit einer Axopar einfach nicht. Da braucht man ein Wakesurf-Boot für. Und das hat auch GL Audio und da habe ich auch eine Musikqualität drauf, die unangefochten ist. Also genauso auf dem Level, wie ich das hier auf der Brabus 300 habe. Am Fahrstand Brabus 300, wir haben zwei Kartenplotter, wir haben ein Induktionsladegerät, wir haben auch hier typisch Brabus die Carbonflächen, wir haben einen kleinen großen Getränkehalter, da kriegen wir auch eine Flasche Wasser rein, dann haben wir natürlich die Audiofunktion und natürlich Schaltung, also klassisches, und dann haben wir das Multifunktionslenkrad, das gibt es einfach nur bei Brabus, wo wir die Bugschraube drüber steuern können, wir haben die Trimklappen darüber und die ganze Audiobedienung, das können wir eigentlich eher vom PKW. Der Kunde für eine Brabus 300, sehe ich ganz persönlich, ist jemand, der vielleicht auch schon ein Brabus Auto hat. Da haben wir auch morgen jemanden im Live von Brabus aus der Verkaufsabteilung, die auch ein bisschen was zum Auto sagen können, nämlich dazu, welches Auto
am besten passt zu dem Boot oder andersrum, welches oder zu welchem, ja, welchem Auto passt dieses Boot oder zu welches Auto passt zu diesem Boot. Das kann man sehen, wie man möchte. Ich sehe es aus Bootssicht. Ich denke, mit dem wir morgen hier dabei haben werden im Live, der sieht es eher aus Autosicht. Aber da gibt es, glaube ich, schon ein paar schöne Modelle, die dazu passen. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, vielleicht manch ein Kunde hat ein großes Boot, vielleicht im Mittelmeer, möchte aber bedingt durch Familie auch lokal einfach ein Spaßboot haben zum Wasserskifahren. Und da haben wir auch gerade im Eingangstrailer gezeigt, wie der Julian in Mallorca hier hinten dran Wakeboard fährt. Das ist ein typisches Wassersportboot, wo man einfach ja, am Trailer hat, in der Garage vielleicht zu Hause stehen hat oder irgendwo zu Hause am Grundstück oder bei einem Bootshändler in der Nähe oder auch natürlich im Wasser liegen lassen hat. Aber ich meine Vorstellung ist einfach, man hat es auf einem passenden Trailer. Es gibt ja einen passenden Trailer von Ohlmeyer hier mit Brabus-Felgen, dann sieht das Ganze richtig schick aus. Den hat man, das ganze Set hat man zu Hause stehen. Samstagmittag, cooles Wetter, geiles Wetter oder schönes Wetter und ja, Familie hat Lust, wir gehen eine Runde aufs Wasser. Das Ganze wird angehangen, man fährt in der Nähe zu einer Slip-Rampe, slippt das Ganze, hat einen wunderschönen Tag am Wasser, richtig viel Spaß, richtig Power. Wir reden hier vom Topspeed Ende 40 Knoten. Und dann wird das Ganze wieder aus dem Wasser geholt, man bringt es wieder nach Hause und dann, ja, vielleicht ist man dann die nächsten zwei Wochen irgendwo anders im Urlaub. Also ich würde sagen, der typische Kunde ist das hier, ist es nicht vielleicht das einzige Boot oder es kann natürlich das einzige Boot sein, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, es ist einfach so ein Boot, ein Produkt, was einfach auch heraussticht aus dem Wasser draußen, wenn man es zu Hause stehen hat, man ist stolz, es sieht einfach mega aus von außen. Der Nico hat da, denke ich, ein Einleitungsvideo dazu gemacht. Und wie gesagt, mit dem passenden Trailer ist das ein mega Hingucker. Und vom Fahrspaß sowieso. Ich weiß, als wir das Brabus-Event in Düsseldorf hatten, der Phil ist lieber, Phil, mein Kollege und mein Patenkind natürlich auch, der hatte so viel Spaß mit der Brabus 300. Wir sind am Rhein, ja, hatten wir eine 900 liegen und die 300. Und der kam immer nur mit einem riesen Grinsen, hat er die ganzen Brabus-Dealer, die in diesem Brabus-Event in Bottrop waren, hat er irgendwie da auf dem Rhein rumgescheucht, dass die alle am liebsten hätte er so gehabt, dass sie grün im grünen Gesicht geworden wären. So extrem ist er mit gefahren. Er hat gesagt, ich habe noch nie mit einem Boot so viel Spaß gehabt. Und der ist halt auch ganz klar, würde ich sagen, die Zielgruppe für solch ein Modell. Und eigentlich, wenn er hier wäre, jetzt auf der Messe, wäre er eigentlich der Richtige, der das Video zu dem Boot machen müsste. Hier im Innenraum haben wir ganz viele klassische Brabus-Elemente. Wir haben die Lederpaneele hier an den Seiten. Wir haben das ganz klassische Leder, wie wir das auch, oder die Sitze, wie wir sie auch in der 900 haben. Die kleine Toilette hier unten drunter versteckt, wie wir das von der Axopa 25 kennen. Waschbecken hier auf der Backbordseite. Induktionslader, das haben wir auch bei der 25, auch wieder GL Audio. Hier haben wir noch ein schönes Brabus-Panel an der Wand mit Stauraum, mit den Lampen, alles wie bei der 900. Bullauge vorne und von der Größe vom Bett, denke ich mal, so rum würde man, glaube ich, nicht schlafen, würde eher andersrum schlafen. Aber das habe ich bei der 25 auch nicht gemacht. Also hier ist wirklich ausreichend Platz vorne drin, um hier mit so einer Freundin, Frau, zu übernachten. Dann Vorschiff gehen wir noch nach vorne. Das ist ja auch identisch zur Axopa 25. Wir gehen hier auf Backbord nach vorne. Asymmetrisches Decksdesign. Auch hier haben wir überall das Softdecking. Wie gesagt, genau im Design wie das Brabus Standard Paddling Board. Hier unten haben wir auch ein Brabus passende Donut liegen, eine Tube. Hier vorne Griffe, Getränkehalter. Schöner Platz hier vorne drauf, kann man gut mit zwei Mann liegen, echt total coole Sonnenliege. Dann haben wir Ankerwinde, elektrische Ankerwinde, Kette, auch der Ankerbeschlag in schwarz gehalten, typisch Brabus. Alles in schwarz, Reling, Klampen, dadurch einfach einen extrem coolen Look und dann das T-Top natürlich. So dass man hier immer sonnengeschützt ist, beziehungsweise wenn man möchte, auch eine Verdecklösung machen kann. Wie gesagt, Fahrverhalten, Marschfahrt 40 Knoten, das sind doppelt so viel 80, 18 sind 72 km/h. Topspeed liegen bei
50 Knoten, 100, weniger, 90 km/h Topspeed von dem Ganzen. Ja, extrem flott, V8, 300 PS Racing. Der hat der hat auch ein AMS, ne, brauchst du gar nicht drauf zu filmen, das habe ich gerade gedacht. Der hat aber auch ein AMS, der alte, der Performance hat nicht das Racing, hat nicht den, das AMS, aber der 300 Racing schon. V8, 4,6 Liter Hubraum, kann man natürlich umschalten von laut oder von leise auf laut, macht einen richtig coolen Sound. Kann ich noch sagen zu dem Schiff, das ist ja auch alles in schwarz gehalten, das sieht alles sehr schick aus, sogar hier im Detail die Schrauben. Wir haben einen 220 Liter Tank, also auch ordentlich Tank, und wir müssen ungefähr rechnen, dass wir, denke ich, also wir ungefähr 1 Liter auf die Seemeile verbrauchen. Das heißt, wir haben praktisch 200 Seemeilen Range, 180 Seemeilen, da liegen wir fast bei einer Range, wie wir hier bei einer Shadow 900 nebenan haben. Also das ist wirklich mit dem Tankvolumen ein extrem gutes Setup. Ich glaube nicht, dass jemand so weit mit dem Schiff fährt. Nichtsdestotrotz ist es sehr hilfreich, wenn man gerade ein Boot mit Benzin hat, dass man einfach einen großen Tank hat, wenn man dann einfach, dass man einfach nicht so oft tanken muss, wenn man das Boot irgendwo mit nach Hause wieder nimmt. Wobei man es natürlich dann an der Tankstelle. Hecktusche habe ich noch vergessen. Auch so ein kleines Detail, dass hier der Kopf sogar in schwarz ist, dass sich das optisch einfach perfekt anpasst. Oh, da drüben steht sogar gerade der Herr, kann man hinhalten, von, kennen wir alle ganz gut, GP Performance, und Konstantin Buschmann sind auch hier am Stand und haben gerade hier Schiffe auf der Messe geguckt. Das war es hier von der Brabus Shadow 300, und morgen haben wir dann Leon dabei, einen Verkäufer bei Brabus, der uns das Ganze, wie gesagt, aus der Sicht von einem Brabus-Mitarbeiter nochmal im Detail erklärt, beziehungsweise welches Auto er für dieses Schiff auswählen würde. Vielen Dank hier von der Boot 2023 am Montagnachmittag, und ich freue mich auf Sie morgen wieder hier auf der Boot.